Zombies, meine Freunde. So haben wir es jetzt auch wieder richtig. Alles klar. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren hier stehen geblieben. Genau. Okay, beim Gucken, Aufnahme läuft. Jawohl, eben hatte ich nämlich einen kleinen Fehler. Diesmal zweimal kontrollieren ist besser. Wir kommen nicht durch, richtig? Ja, wie unerwartet. Stopp, lass doch mal los hier. Hopsi. Köpfe dich. Nope. Nope. Irgendwelche Vorschläge? Wir können das nicht aus dem Weg räumen, wir können auch nicht mit Wucht schieben oder so. Nope, geht nicht. Tja, dann müssen wir wahrscheinlich wieder irgendwo irgendwas drehen oder die ganze Welt heben oder so. Oh, der Leiche ist ja noch da. Schön. Ja, warum findet er es jetzt schön, ne? Weil er es kann. Der Typ, der das spielt, ist verrückt. Ja. Aber bevor es jetzt auch richtig losgeht, ne? Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonnieren! Wisst ihr warum? Dann verpasst ihr keins meiner Gewinnspiele. Ihr verpasst keine weiteren Events. Ihr verpasst nicht die neuen Formate und ihr verpasst nicht mich. Genau, mich. Wisst ihr auch, wo ihr mich ja noch finden könnt? Bei Twitter und den anderen Social Media Kanälen. Links dazu ebenfalls in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch am ersten die Möglichkeit, mir Kontakt aufzunehmen, wenn irgendwas ist. Und jetzt sagt mir zum Beispiel, wie die Scheiße hier weggeht. Nope. Immer noch nicht. Und wir können das ganz sicherlich nicht weiterziehen, oder? Nope. Muss es vielleicht woanders hin? Hier hin? Was tut es überhaupt? Na, was es tut, weiß ich nicht. Aber was ihr tun könnt, weiß ich. Wenn ihr den Kanal nämlich auf noch persönlichere Weise unterstützen möchtet, Links zu spenden, bald auf Patreon oder was auch immer sich so im Internet finden lässt, findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Ich schätze mal, wir müssen da dran mit dem Ding. Wie kriege ich diese fucking Rohre weg? Okay, Karte gibt's auch nicht, also das ist cool. Müssen wir die Rohre überhaupt wegkriegen? Ist die Frage. Oder mussten wir es nur hier oben irgendwie wegziehen, damit wir Platz kriegen? Ich weiß nicht. Wir probieren einfach mal ein bisschen. Ich wollte hier nicht rein. Ich wette, ich finde heraus, warum. An sich sieht es schön aus. Ich vermute mal, da müssen wir gleich... Oder das Wasser sinkt ab gleich. Es wirkt zumindest so. Da war ein blauer Schalter. Okay, wir müssen also irgendwie nach da rechts hoch. Beziehungsweise da rechts. Gibt's immer noch nicht. Oder doch? Oben links, oben rechts? Nö. Das erreichen wir wahrscheinlich nur mit Schwimmen, kann das sein? Und dann hebt sich das Wasser hier an. So, Moment. Muss ich das Ding vielleicht erstmal nur bis hierhin ziehen? Ich bin mir da gerade echt unschlüssig, wisst ihr das? Komm, wir schieben es nochmal zurück. Ich will keine Möglichkeit auslassen, oder? Warte mal, wir gucken jetzt mal hier dran. Also hier ist ein Knöpfchen. Aber sonst... Oh, ich weiß es nicht. Komm, wir testen es mal aus. Nicht, dass wir hinterher sagen, wir haben es nicht probiert. Danach schwimme ich jetzt nochmal zu dem blauen Knöpfchen, weil ich glaube, das ist elementarer. Oh, sprinten? Bisschen schneller vielleicht? Nö. Okay. So. Was machen wir jetzt? Nee, kommt nicht da dran. Ne, ist ja auch egal. Können wir es mal stehen lassen. Frisst ja kein Brot, soweit ich weiß. So. Da oben müssen wir hoch. Da ist was Blaues, da ist was Blaues, da ist was Blaues, da ist was Blaues. Wenn ihr jetzt denkt, ich wiederhole mich oft, dann, nein, ist schon. Was, wie kommen wir da rüber? Gar nicht. Von da unten anscheinend. Oh, verzwickt. Die scheiß Frage ist, wo müssen wir hin? Ich will nicht 100-mal denselben Weg laufen. Da ist eine kaputte Leiter. Hier konnten wir hoch. Das können wir aktiv noch nicht drücken. Oben war, soweit ich weiß, nichts. Ja, doch, wir mussten ja halt nur hierher. Das war's, genau. Tür aufmachen.
Hier waren die beiden Strunzköpfe. Können wir rein? Nö. Wenn ich das am Schneiden bin, ne? Dann sehe ich alles wieder. Ohne Witz. Dann habe ich wieder alles hier direkt vor Augen. Muss man hier was machen? Nö, auch nicht. Ich würde es jetzt vielleicht wegschieben, wo da nichts im Weg liegt. Das war doof. Nope. Nochmal. Nope. Naja, so geht das auf jeden Fall nicht weg. Faktisch, das Ding muss hier auf jeden Fall durch. Ich könnte das ja aber nicht ziehen, oder? Nee. Wo muss der fahrbare Untersatz denn hin? Ich hab's. Hat einen Moment gedauert. Ja, gebe ich zu. Wie gesagt, beim Schneiden sieht man es eher. Jetzt habe ich es aber auch gesehen. Habt ihr es auch gesehen? Ging hier gar nicht so groß um Elektroverbindung. Dachte, das bräuchte ich als Schalter. Hab vergessen, dass es noch einen anderen Nutzen haben könnte. Seht ihr links das Ding? Es ist eine Brücke. Okay, ich gebe zu, war easy. War beschissenst easy. Und genau das ist der Scheiß. Es ist zu easy gewesen. Da denkt man nicht dran. Jetzt sind wir beim Knöpfchen. Perfekt. Okay. Echt. Jetzt hat sich auch rechts dieser Weg noch angehoben. Aber bevor ich jetzt hier was vergesse. Nope. Da wollen wir nicht runter. Okay, guck mal. Oh Mann, wir haben so viele Minuten damit verschossen. Scheiße! Egal. Ey, wenn alles so easy wäre. Ich meine, es war easy, aber man denkt halt nicht dran, ne? Okay. Was machen wir jetzt mit den Roboterpiraten? Können wir sie umlaufen? Gosh, seid ihr blöd! Ich habe dir gerade von oben den Kopf abgeschlagen. Sei gefällig stolz auf mich. Denn ich bin stolz auf mich. Ha, egal, beim Leben einsammeln ein Leben verloren. Hey! Okay, okay. Ich schätze mal, mit dir müssen wir agieren. Noch was? Oder... wird das automatisch ausgerichtet? Ich hätte jetzt gesagt, das muss... Moment. Wir müssen das so lange drehen, bis das hier... Ist das jetzt euer Ernst? Stopp! Stopp! Zurück! Gosh, ist das nervig! Jetzt müssen wir eine komplette Runde nochmal machen. Das ist ein bisschen übertrieben. Nur ein bisschen. Nö, das hätte uns nichts gebracht. So. Und jetzt können wir natürlich nicht mehr weiterziehen. Ist das euer Scheißernst? Aber jetzt geht's. Scheiß Perfektionismus. Ich hätte es auch so lassen können. Na, guck an. Alles dreht sich wieder, alles ist in Bewegung. Und wir können immer noch nichts drücken. Ganz schön ärgerlich. Dabei hat der Kleine sich doch so eine Mühe gegeben jetzt. Können wir wirklich nichts machen? Ärgerlich. Na gut, ihr habt euch in Bewegung gesetzt. Das hat uns jetzt was gebracht, effektiv. Vielleicht das da hinten. Ich weiß es doch auch nicht. Ihr müsst mich jetzt nicht anschreien. Aber wenn es euch beruhigt, wir sind quasi eh am Ende der Folge angekommen. Ihr könnt jetzt getrost noch dranbleiben. Und natürlich nicht ausschalten. Ist ja logisch. Und dann können wir uns das gemeinsam angucken, dass das nicht geht. Habe ich ja gesagt. Tür hier muss zu. Bin mir da nicht 100% sicher, aber Tür muss zu, damit wir das Wasser irgendwie vielleicht schleusenmäßig ablassen. Ich weiß es nicht.
können noch ein bisschen rumforschen hier. Unten war ja noch was zu klettern. Aber das machen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Rob. Ich bin euer Wolf. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Valador Harris. Ready. Aim. Fire.